Hallo und willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum weiteren Mal meines Let's Play Simulator von StarCraft 2 Wings of Liberty. Ja. Es ist schon wieder soweit, eine neue Folge StarCraft 2 Wings of Liberty. Hier Multiplayer natürlich, 101. Ich könnte natürlich heute mal wieder eine andere Rasse spielen, aber gerade habe ich nicht so die Stimmung da drauf, total mit Terran oder Zerg zu failen. Vermutlich werde ich gleich mit Protoss aufwählen, oder obwohl ich glaube, mit Protoss ist so 50-50, mal habe ich einen komischen Gegner, gegen den ich es schaffe, mal nicht. Also, aber mit Protoss habe ich immer noch die besten Chancen und habe dann auch, mit Protoss sind meine Fähigkeiten auch am geübtesten und deshalb trete ich dieses Match jetzt mit Protoss an, auch wenn es vielleicht euch nervt, könnt ihr immer Protoss, aber wenn ihr meine Videos guckt, dann müsst ihr einfach daran gewöhnt sein, dass Protoss meine Lieblingsrasse ist und jeder StarCraft 2 Spieler wird auch irgendeine Lieblingsrasse vermutlich haben. Es gibt keinen Allrounder, der wirklich alle Klassen gleich gut spielen kann. Es wird irgendjemand, der eine bevorzugte Rasse haben wird. Und deshalb, eine bevorzugte Rasse wird es immer geben und deshalb. Und bei mir sind es eben die Protoss. Ob sie jetzt im Gegensatz zu den anderen ein bisschen schlechter sind oder nicht, ist sowieso für Bronze-Liga und so eh irrelevant, da eigentlich alle Rassen gebalanced sind und da es dann nur auf Skill ankommt. In den unteren Ligen Bronze, Silber, Gold, da ist einfach irrelevant, ob wie gut die Klassen sind, es kommt einfach auf deinen Skill an. Und dafür sind die Rassen schon bei sehr, 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 sehr gut gebalanced, da kann man sich absolut nicht beklagen. Mal gucken, wie es dann ausschaut, wenn Harvard the Swarm erscheint. Das kommt jetzt 2013 im März, glaube ich. Das genaue Datum habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber ich werde die Collectors Edition vorbestellen, so schnell es geht, so schnell es möglich ist. Leider kann ich sie auf Amazon noch nicht vorbestellen. Nur die normale Edition, die will ich aber nicht, ich will die Collectors Edition. Und deshalb schaue ich im Moment jeden Tag bei Amazon vorbei, um zu gucken, ob ich die vorbestellen kann. Ihr könnt euch ja die normale Edition vorbestellen, wenn euch die Collectors Edition zu teuer ist oder ihr diesen ganzen unnötigen Schnickschnack nicht braucht, den ich nie auspacken werde, aber einfach habe, weil ich diese Sammlerverpackung so gerne mag, insbesondere von Blizzard. Also Blizzard macht einfach ultra geile Collectors Edition und da muss man sich schon irgendwo in den Schrank stellen oder so, auch wenn man es vielleicht dann nie irgendwie die Figuren oder was weiß ich, Artbooks oder so wirklich anpackt oder so, die eigentlich kein Mensch braucht, aber egal. Okay, Königreich, okay. Konnten wir uns noch nicht mal mehr die Map genau anschauen, das war Königreich LI. Gegen, was war das denn jetzt, gegnerische Spieler? Zerg, Gorgonzola heißt er. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Interessanter Name, Gorgonzola, muss ich sagen. So, aber schauen wir uns mal, was uns heute hier erwartet wird. Die Truhe habe ich wieder zu früh losgeschickt, oder? Ne, passt schon, passt schon. Das passt schon, das passt schon. Das passt. Gut. Okay, am Anfang erstmal das Übliche, das Übliche, was soll ich hier großartig sagen? Sonden bauen, wie immer. Pylone fertig, passt fast Punkt, passt eigentlich sogar punktgenau. Also da kann man sich gerade wirklich nicht beklagen. Ich gehe jetzt mal scouten, bei Zerg weiß man ja nie, was da für cheesy kommen kann. Keine Ahnung, ob ich jetzt gerade gemacht habe, random shit, war das gerade jetzt einfach mal den Smiley, ein bisschen Smile, aber gut, gut, gut. Jetzt kommt der Warp-Knoten, der hätte eigentlich schon bei 12 von 10 kommen können, aber jetzt kommt er eben bei 13, 10, da kommt jetzt zeitgleich eben schon der Assimilator. Ey, was machst du da? Was ist mir jetzt hier passiert? Ah, ich habe Hotkey 2 ausgewählt, um... Naja, okay, das war grad Shit. Egal. Ja, wenn jetzt hier das Spiel laggt, dann wissen wir, warum unser Gegner, der hat scheiß Internet, scheiß Ping, was weiß ich, ist bei Kabel Deutschland oder so, was weiß ich, was da los ist. Ist absolut nichts gegen Kabel Deutschland, aber muss man jetzt einfach mal so sagen, bei Kabel Deutschland weiß man ja, dass sie nicht so zuverlässig sind, wie so manch anderer Internetanbieter. Okay, der hat schon die zweite genommen. Okay, Brutschleimpool vermutlich, jupp. Gut. Gut, gut, gut. Thank you.
So, und jetzt direkt ein Cybernetics Core. Ja, mein Ping ist jetzt gerade auch ein bisschen scheiße. Oder es liegt einfach daran, dass sein Ping scheiße ist und deshalb ist das ganze Spiel jetzt ein bisschen gelamed. Alles möglich. Ich will ja nichts ausschließen, keine Möglichkeit, die Schuld auf einen anderen zu schieben. Deshalb nutzen wir da das komplette Potenzial aus, was wir besitzen, um die Schuld auf einen, jemand anderen zu schieben. Nee, 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 das muss man ja schon machen, würde ich sagen. Soll ich jetzt schon die Expansion holen? Ich weiß nicht, worauf ich genau gehen will, will ich. Ich habe extrem viel Minerals, könnt jetzt definitiv erstmal ein Zelle draushauen. Ja, okay, ich mach's. Hol die Expansion. Jetzt hier. Ah, hab sie früh geholt. Aber ich muss irgendwie den Mineralienvorteil des Zergs ja dann noch irgendwie kompensieren. WTF, ich habe es noch gar nicht im Bau. WTF. WTF, okay. Gut, gut, gut. Noch ein weiterer Zealot. Ja, Peiling geplockt. Da kam der Pylon von mir eindeutig zu spät, muss ich sagen. Das war mein Fehler. Absolut, absolut war das jetzt gerade mein Fehler, der Pylon. So, was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung, was der Gegner plant, was der vorhat. Was der vorhaben könnte. Ich vermute einfach... Ah, nicht zu viele. Ich muss jetzt erstmal einfach Zealots rausstormen hier. Ich weiß nicht, auf was der gehen wird, mein Gegner. So, jetzt die Sonden aufsplitten. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal hier das auf jeden Fall definitiv zum Scouten. Ich hole jetzt hier unten noch nicht die Assimilatoren, da ich noch nicht so ganz gasintensiv bin. Ah, jetzt leckt das hier schon wieder bei dem. Deshalb damit im Moment nicht so starke Probleme habe. Was absolut nicht bedeutet. Irgendwie kam jetzt eben alles ein bisschen verzögert. Gut, gut, gut. Erstmal schön hier die Einheiten rausholen. Aber das Problem ist, ich weiß eben nicht, was der Gegner hat, was der vorhat. Gas wird produziert. So. Jetzt hauen wir das erstmal raus. Der Hoffnung, dass wir was Gutes sehen, zu sehen bekommen, damit wir auch darauf reagieren können. Weil ob ich jetzt Immus gehen soll, gegen Schaben, ich habe keinen Plan, oder ob der jetzt Zerklinge geht, deshalb ist meine Armeekonstellation auch noch recht in Anführungszeichen ausgeglichen. Hier ein paar Zealots, hier ein paar Stalker. Ich kann auch nichts Neues reinwarpen. Der Fail mit den Sonden kennt man ja. Von allem hier jetzt ein bisschen. Guck mal, ein Immo. Immos können nie schaden. Und Käse können schon schaden. Die sind nicht billig, aber muss ja auch mal was eingehen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Okay. Creep gut ausgeweitet. Eine Queen hier. Aber wie sieht's hier? Hat er keine Armee? Okay, Schaben. Der hat Schaben, Schaben, Schaben. Dann hauen wir den Immo raus. Sind wieder Peinen geblockt. Das ist natürlich immer gut.
Pein geblockt zu sein. Herrlich. Ich mache da viel zu lange Warteschleifen, das kostet mich alles so viel Geld, Warteschleifen. So, da hatte der gerade was. Mal kurz gucken gehen. Hier war was, ich hab's doch gesehen. Oder war das nur hier irgendein so ein... Hab ich jetzt da gebaut. So. So, jetzt müssen auch mal wieder neue Pylonen kommen. Ich hau jetzt hier erstmal neue Immos raus. Hier nochmal oben gucken. Oh, der hat sich schon die dritte geholt. Das kommt wahrscheinlich. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Okay, da hat er eine Armee nach unten gesetzt. Ihr benötigt mehr. Ich weiß nicht, ob ich dagegen standhalten kann, was der da für Kapazitäten hat. Das ist nämlich die Frage. Ich setze jetzt einfach mal nach vorne. Muss sein, Sonne mitholen. Du sollst mitkommen. Du musst jetzt hier einfach mal den Push setzen. Geht nicht anders. Die Sonde lege ich mal hier auf Hotkey 5. Das war jetzt aber nicht die Sonde. Okay, jetzt setze ich zum Ansturm an. Wir können nicht standhalten. Ich heile die Armee erstmal. Oha. Das wird heikel. Das wird heikel, wie soll ich das jetzt noch packen, Horror? Basis wird angegriffen. Eure Sonden werden angegriffen. Mein Leben für Ajur. Nicht genügend Energie. Ich müsste auf jeden Fall mal die nächste Expansion holen. Nicht schaffen. Das ist, ne. Was denn mit, was er mich da überhaupt rollt, das ist ja unglaublich. Ne, 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 ne. GG. Auch die Sonne in den Tod schicken. Ich habe aber viele Mineralien über, aber gegen so einen Schabenstorm kann ich jetzt echt nichts machen. Hätte ich vielleicht doch früher angreifen sollen. Ich habe ja gesehen, dass er expandiert, dass er sich die dritte geholt hat. Hätte ich mir eigentlich denken können, aber was soll's. Was soll's. Kann ich hier ja noch einen letzten Sturm ranholen. Durchgeführt. Basis wird angegriffen.
Einbrauchen wird zwar nichts bringen, aber... Nein! Okay, gut. Dann war's das jetzt auch. Gorgonzola-Mann siegreich. Ja, okay, hat er, war wirklich siegreich. Hat mich mit Roaches überrannt. Mars Roaches. Hatte ich nicht genügend Immos. Der war Bronze League hier mit Stern, also bei den Top-Spielern. Ja, gut. Das Match ging 17 Minuten. Ich bin Rang 77. Interessant, weil ich vermutlich nie Matches spiele. In letzter Zeit jedenfalls nicht. Gut, liebe Zuschauer und Zuschauer, das war's dann für heute. In den nächsten Tagen wird dann wohl noch ein Match kommen. Diablo jetzt auch jeden Tag, bis es fertig ist. Kommen nur noch so 4 Parts, nicht mehr so viel Diablo 3. Dann ist die Kampagne auch fertig gespielt. Dann wird vielleicht ein neues Projekt aufwarten. Bin noch nicht ganz sicher genau was, aber es wird auf jeden Fall was kommen. Und StarCraft 2 wird dann weitergehen mit Wings of Liberty. Pausenlos, in Anführungszeichen pausenlos, sind ja teilweise doch Pausen. Und natürlich dann noch mal Harvest Swarm, aber ich will jetzt das Ende nicht unnötig rausziehen. Also das war's dann von mir heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, doppelt gemoppelt und... Also, habe ich schon des Öfteren jetzt am Ende gesagt. Ich ziehe das immer so unnötig raus, weil... Keine Ahnung, ich will irgendwas noch Wichtiges sagen, aber wenn nichts Wichtiges da ist, dann kann man auch nichts irgendwie aus der Hosentasche ziehen, oder? Ist was Wichtiges in der Hosentasche? Ich schau mal kurz nach. Nein, sind nur 2 Cent da. Gut, dann... Ciao. Ciao.